Es gibt heute niemanden mehr, der Isidor Schweig noch gekannt hätte. Außer mir. Denn ich selbst war es. Viktor Emanuel Wackfall, der sich vor langer Zeit so nannte. Nur ich allein kann und muss zum Erzähler seiner Geschichte werden. Der Namenstag der Isidors fällt mit meinem Geburtstag zusammen, dem 4. April, und das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum mir dieser kuriose, in unseren breiten Graden eher ausgefallene Name schon als Kind geläufig war, so dass ich ihn eines Tages zu meinem Pseudonym auserkor. Wenn ich ihn leise flüsternd vor mich hinsprach, wie eine magische Formel, Isidor, wurde ich auf der Stelle in eine fantastische Welt versetzt, in eine nur mir bekannte, nur mir zugängliche innere Geheimwelt.